ihr Lieben. Es ist Samstag. Ich weiß gar nicht, wie viel der 13. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Samstag. Ich muss mich jetzt fertig machen. Wir müssen nämlich jetzt gleich los. Wir wollen jetzt ins Kino gehen. Wir gehen jetzt in die Mittagsvorstellung. Weil wir sonst keinen haben, der unseren Hund nehmen könnte heute. Und der Film kommt nur jetzt oder heute Abend. Und deswegen gehen wir jetzt. Und ja, ich mache mich jetzt fertig und dann gehen wir ins Kino. Wir gucken Spider-Man Homecoming und ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich aus dem Kino wieder zurück bin. Und ich nehme die Kamera aber mit und filme euch ein bisschen von unterwegs. Ich würde sagen, bis dann. Gesagt, wir gehen ins Kino, in Spider-Man Homecoming und das machen wir auch und der Film war richtig gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag ja Marvel-Filme sowieso, ich bin ja eher so das Marvel-Kind und nicht so das DC-Kind. Und ja, der Film war wirklich richtig gut, war witzig wie immer und ich freue mich jetzt schon auf Thor. Ich glaube, der kommt als nächstes im Herbst und danach kommt nach Thor noch einer, bevor Avengers kommt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt mal auf Thor. Dann habe ich gestern noch gelesen. Ich habe von Nigi die Herbstprinzessin gelesen, Teil 1 bis 3. Hat mir gut gefallen. Ich mag die Geschichte. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wenn diese Reihe dann weitergeht und bin gespannt, was Nigi aus der Geschichte noch alles machen wird. Dann habe ich gestern den ganzen Tag geschnitten und hochgeladen und heute habe ich auch noch geschnitten und hochgeladen. Also ich lade gerade noch hoch. Das müsste jetzt eigentlich fertig sein, das Video. Dass ich für nächste Woche die Videos alle fertig habe. Das eine Video ist leider nicht so geworden, wie ich es wollte. Aber naja, so ist das. Manchmal haut man halt 4 Stunden Arbeit dann einfach in die Mülltonne. So ist das. Ja, dann habe ich jetzt weitergelesen in Queen of Clouds, die Wolkentürme von Susanne Jadom. Und ganz ehrlich, ich breche dieses Buch jetzt ab. Ich habe jetzt gelesen bis Seite 180, wo war hier das Kapitel zu Ende? Ach ne, 192. Entschuldigung. Seite 192 habe ich jetzt gelesen und dieses Buch reizt mich so überhaupt gar nicht im Moment weiterzulesen. Also die Geschichte ist ganz nett, aber die entwickelt sich gerade so in eine Richtung, wo ich da sage, aha, sinnlos und nee. Es ist nicht meine Geschichte. Ich bin froh, dass ich dieses Buch damals nicht für den Originalpreis gekauft habe von 14,99 €, sondern dass ich es bei Minimops gebraucht gekauft habe für 3 oder 4 Euro oder so. Also ja, ich werde dieses Buch jetzt abbrechen. Ich breche ja eigentlich nur sehr selten Bücher ab, aber ich habe momentan Angst, in eine Leseflaute zu rutschen, wenn ich jetzt mich durch Bücher durchquäle, die ich nicht zwingend lesen muss. Und deswegen breche ich dieses Buch jetzt an dieser Stelle ab und werde es nicht weiterlesen. Meine Freundin Nina hat sich letztens für das Buch interessiert. Die wird dann wohl der neue Besitzer dieses Werkes werden. Und ja, aber ich breche es jetzt ab. Es ist einfach nicht meine Geschichte. Es langweilt mich. Es ist überhaupt nichts an der Geschichte, was ich irgendwie gerade spannend finde. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, aha, ja, nett. Und was mich auch total nervt, ist, dass du liest ein Kapitel bei den Schluchtern aus Elsters Sicht. Dann liest du ein Kapitel wieder aus Valentins Sicht, der in den Türmen wohnt. Dann bist du wieder bei den Schluchtern, dann wieder in den Türmen. Dann wieder bei den Schluchtern, dann wieder in den Türmen. Und das wechselt sich je Kapitel. Also man kriegt gar nicht so richtig Bezug zu einem von den Charakteren. Also das ist irgendwie sehr merkwürdig und ich, nee, ist nicht mein Buch. Ich breche es jetzt ab. Das ist, glaube ich, das erste Buch, was ich dieses Jahr abbreche.
Aber so ist es dann halt. So. Und jetzt höre ich auf rumzuschwafeln. Ich werde jetzt drüben gucken, ob das Video fertig hochgeladen ist und ich den PC jetzt ausmachen kann. Und dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich glaube, dann lege ich mich erstmal eine Runde in die Badewanne und entspanne eine Runde. Und dann werde ich mir ein neues Buch suchen, was ich lesen kann. Und ja, mal gucken. Aber Queen of Clouds ist echt nicht meins. Jo, und jetzt höre ich auf, euch zuzukauen. Wir hören uns später. Bis dann. Dienstag, der 15.8. und das war mein Handy. Und ab heute ist die Akkreditierung für die Buchmesse möglich und ich habe das gleich erledigt. Und die anderen Mädels aus meinem Umfeld wissen auch alle Bescheid, die haben mich alle schon erinnert. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass die Akkreditierung jetzt durch ist endlich. Das hat dieses Jahr voll lange gedauert mit der Akkreditierung. Also noch bin ich ja nicht angenommen, aber ich konnte sie wenigstens schon mal hinterlegen. Es ist ja schon mal ein Schritt weiter, als dass man wartet, dass die freigegeben wird. Ansonsten waren wir gerade in der Stadt. Ich wollte eigentlich erst die Kamera mitnehmen. Das ging dann aber nicht, weil wir vorher noch beim Tierarzt waren. Und da habe ich gedacht, wir fahren dann nochmal heim. Aber dann hat es doch länger gedauert. Dann sind wir doch gleich zu meiner Mom gefahren. Und ja, mein Hund hat heute mal wieder nicht gefressen. Das war jetzt das vierte Mal innerhalb von 2 Wochen, dass er nicht wirklich gefressen hat. Deswegen sind wir jetzt dann halt doch mal zum Tierarzt. Und da hat er dann wieder eine Spritze bekommen. Und jetzt hat er noch Antibiotika für die restliche Woche. Und ja, aber es geht ihm gleich wieder deutlich besser. Ansonsten habe ich mir in der Stadt eine neue Strickjacke gekauft und noch ein T-Shirt, ein einfaches bei New York. Habe ich noch ein Buch gekauft in der Stadt und zwar dieses hier, True North, wo auch immer du bist. Das ist der erste Teil von der Vermont-Reihe. Den zweiten hatte ich ja netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und habe den ja schon gelesen und der war ja so gut. Und diese Geschichte hat mich so umgehauen, dass ich jetzt mir den ersten Teil noch geholt habe. Und den dritten werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Und ja, ich freue mich jetzt schon, den ersten Teil von der Vermont-Reihe zu lesen. In dem Buch geht es um Audrey und Griffin. Und die beiden kennen sich wohl irgendwie von früher, aber das ist wohl nicht ganz so gut ausgegangen mit den beiden. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt hier wird. Und ja, der zweite Teil war so unglaublich gut und ich hoffe, dass der erste genauso gut ist. Jetzt muss ich mal gucken, wer mir geschrieben hat. Ah, die Mädels haben geschrieben, gut. Ja, ansonsten habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen von meiner allerliebsten Annika. Ich hab dich sowas von lieb, aber das weißt du ja. Und zwar hat sie mir dieses Schätzchen hier geschickt von L. Kennedy The Deal. Dieses Buch steht schon so lange auf meiner Wunschliste. Und ich habe mich so riesig gefreut, wo das heute kam. Und ich habe gedacht, hä, ich habe überhaupt nichts bestellt, was ist denn das? Und dann habe ich gesehen, dass es von Annika ist. Und oh, ich habe mich so gefreut. Annika, du bist ein Schatz. Ich weiß ja, warum du es mir geschickt hast, aber du bist ein Schatz. Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns im Oktober endlich auf der Messe wiedersehen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich wahnsinnig doll gefreut und ich freue mich immer noch über dieses Buch. Und jetzt hänge ich gerade ein bisschen in der Bredouille, weil eins von diesen beiden Büchern werde ich jetzt definitiv gleich lesen. Ich weiß nur gerade nicht, welches. Ah, ich hätte jetzt gerade auf beide voll Bock. Hier, das ist wieder so eine College-Football-Geschichte. Geht auf Football? Ist das Eishockey? Okay, kein Football, sondern Eishockey. Aber für mich ist es wieder eine College-Geschichte, also eine Adult. Und die Vermont-Reihe ist ja mehr Liebesroman mit ein bisschen Erotik. Also, ja, ich weiß es gerade nicht, aber die hier soll richtig gut sein. Aber die Vermont 3, der zweite Teil, hat mich ja auch so umgehauen. Naja, mal gucken. Ich habe heute auf jeden Fall den zweiten Teil von Der Gilde der Jäger beendet, also Engels Zorn von Nalini Singh. Habe ich 2 Bücher von meinem Sub mal wenigstens wieder runtergelesen. Und die beiden Teile haben mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Story, ich hatte aber echt Probleme, in die Geschichte reinzukommen.
ich weiß nicht warum, dieses Worldbuilding war mir irgendwie komplett durcheinander geraten und dann wusste ich am Anfang nicht so, wer ist wer und wer mit wem und wie und was und wo. Und das ging dann jetzt aber im zweiten Teil und ja, jetzt muss ich mir den dritten, vierten, fünften erstmal holen oder so, aber die bestelle ich mir dann nächsten Monat oder so mal bei Medimops. Jetzt gibt es die erstmal nicht, denn ich will mit meinem Freund am Freitag nochmal wegfahren und da wollen wir auch noch ein bisschen Geld ausgeben, deswegen muss ich jetzt sparen. Aber wir haben Urlaub, deswegen haben wir gesagt, fahren wir mal weg, wenn wir schon nicht in Urlaub fahren und gönnen uns mal einen Tag irgendwo. Und ich freue mich schon. So, wie soll es jetzt von mir auch erstmal gewesen sein? Wir hören uns später. Bis dann! Donnerstag, der 17.8., wie ich gerade sehe. Und mein Urlaub ist fast rum. Es war ein recht ruhiger Urlaub. Ihr wisst ja, letzte Woche hatte ich hier komplettes Chaos mit dem Wasser. Und die Woche habe ich einfach nur entspannt mit meinem Freund zusammen. Und ja, morgen fahren wir noch nach Leipzig ein bisschen shoppen. Ich wollte gerne mal ins Primark und wir wollten noch mal ins Nova Eventis. Und ja, das machen wir dann morgen. Jetzt muss ich noch ein bisschen was am PC machen. Ich muss noch eine Überweisung machen und so ein Kram. Ich dachte mir, ich sage euch mal ganz kurz, was ich so die Woche gelesen habe. Ich habe die Woche recht viel gelesen. Ich habe die ersten beiden Teile der Gilde der Jäger gelesen. Dann habe ich den ersten Teil von True North beendet. Das ist der hier. Wie heißt der? Wo auch immer du bist. Und während ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich dieses dringende Bedürfnis, auf einer Farm zu leben. Ich fand es einfach richtig cool, wie in diesem Buch diese Farm beschrieben wurde und dieses Farmleben und diese ganze Familie ist einfach toll. Und ich glaube, jeder, der dieses Buch liest, verliebt sich ein Stück weit auch in diese ganze Familie und dieses ganze Drum und Dran. Und ja, es war wieder ein richtig, richtig tolles Buch und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich weiß jetzt auch, dass der zweite Teil genau an der Stelle ansetzt, wo der erste aufhört. Und das fand ich mal mega cool. Im ersten Teil geht es ja um Griffin und Audrey. Und Griffin und Audrey hatten auf dem College mal so eine kurze Affäre. Und die beiden treffen jetzt wieder aufeinander. Und Audrey soll Griffin dazu überreden, ihm was zu verkaufen, für aber einen sehr schlechten Preis. Und das findet Griffin natürlich nicht so witzig. Und wie das Ganze mit den beiden dann ausgeht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Im zweiten Teil ging es ja dann um den Saisonarbeiter Jude, der aus dem Gefängnis kam. Und obwohl ich den ersten Teil so richtig toll fand und mich in dieses Farmleben und diese Familie und dieses ganze Drum und Dran schon ein bisschen verliebt habe, fand ich den zweiten Teil doch noch ein Stück besser. Weil ich einfach die Vorgeschichte und das ganze Drum und Dran um Jude einfach so wahnsinnig toll fand. Und mehr gibt es zu diesem Buch auch nicht zu sagen. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte und ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Aktuell lese ich jetzt gerade dieses Buch hier, Selection von Kira Cass. Das ist der erste Teil und ich habe so die ersten 130 Seiten habe ich gelesen. Und es ist eine ganz nette Geschichte so bisher, aber bisher hat es mich noch nicht so gepackt und es haut mich bisher auch noch nicht so um. Aber so, ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier so weitergeht. Ich habe ja den Auftrag gehabt von Niki, dieses Buch dieses Jahr auf jeden Fall zu lesen. Deswegen habe ich mich jetzt mal rangesetzt. Und ja, mal schauen. Wie gesagt, bis jetzt ist es eine ganz nette Geschichte, haut mich aber nicht um. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier noch entwickelt. Und ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, das ist das, was ich aktuell gerade lese. Ein zweites Buch lese ich gerade nicht. Und ja, mehr gibt es von mir eigentlich an dieser Stelle auch gar nicht zu erzählen. Ich muss mir meinen Nagel nochmal neu lackieren. Ich habe sauber gemacht und da ist der Nagellack abgegangen. Und an dem Finger auch, komischerweise. Keine Ahnung. Ja, so viel von mir. Ich mache jetzt hier meinen Papierkram fertig. Da gibt es an dieser Stelle auch nichts zu sagen. Ich melde mich morgen wieder bei euch, wenn wir aus Leipzig zurück sind. Und ja, bis dann. Take it from the girl you claim.
Heute ist Samstag, der 19. August und ich habe gerade gedreht. Hier, ihr seht mein übliches Chaos. Überall liegen Bücher rum, da liegen auch noch Bücher und da liegen Bücher. Und das muss ich jetzt erstmal wieder beseitigen, das Chaos. Und ich war ja gestern mit meinem Freund in Leipzig und wir haben ein bisschen geshoppt. Ich habe sogar was gefunden, unter anderem dieses Blüschen hier. Und jetzt seht ihr, dass ich immer Jogginghose trage beim Drehen, denn man sieht mich ja immer nur so oberhalb. Und ich habe mir das Blüschen hier gekauft und ich finde das ganz, ganz toll. Und ich dachte mir, wir könnten ja einen kleinen Haul jetzt noch machen, so einen Mini-Haul. Und ich zeige euch, was ich geshoppt habe, alles. Und ja, das machen wir jetzt mal. Und danach räume ich auf. Aber erst gibt es für euch diesen Mini-Hall. Und da gehen wir mal ins Schlafzimmer. So, jetzt sind wir im Schlafzimmer und ich zeige schnell, was ich alles geshoppt habe. Es ist jetzt ein bisschen was geworden. Jetzt nicht so ultra viel, wie andere vielleicht immer kaufen. Aber so ein bisschen was. Und das erste, was ich gekauft habe, ist das hier. Das ist Rocket von Guardians of the Galaxy. Die hat mir noch gefehlt. Jetzt fehlt mir nur noch Drax. Dann habe ich sie alle vollständig. Mehr von den Funkos sammle ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Also ich fand die halt einfach cool und deswegen habe ich die mir ja gekauft. Jetzt habe ich Rocket und jetzt fehlt nur noch Drax. Hihi. Ja, also den habe ich auf jeden Fall gestern erstanden. Ansonsten habe ich, glaube ich, eigentlich nur Klamotten gekauft. Ich habe gestern keine Bücher gekauft. Es gab im Thalia und auch im Hugendubel, wo wir waren, kein Buch, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt haben. Und dann habe ich mir gedacht, nö, dann kaufst du dir jetzt keine Bücher, dann machst du lieber noch meine Babymops-Bestellung. Weil es gibt halt auch so Bücher, wo ich sage, die brauche ich nicht unbedingt als neues Buch. Das reicht mir, wenn ich das als gebrauchtes Buch kaufe. Deswegen sehe ich das dann gar nicht ein, für dieses Buch den vollen Preis zu zahlen. Naja, aber jetzt kommen wir erstmal ganz kurz zu den Sachen, die ich geshoppt habe. Fangen wir mit den unspektakulären Sachen an. Ich habe hier schwarze Kurzsocken gekauft und dann habe ich noch zweimal Harry Potter Socken gekauft. Eins davon werde ich noch verschenken. Ich glaube, ich nehme die hellen, die verschenke ich. Die sehen schöner aus. Dann habe ich Schuhe gekauft, zweimal. Und zwar diese beiden Paar hier. Das sind so ganz einfache Schluppen. Die ziehe ich jetzt im Sommer immer gerne mit an, wenn ich mal mit dem Hund rausgehe oder so. Und dann ja, habe ich mir diese zwei einfachen Schluppen in Grau und in Grün nochmal gekauft. Die sind übrigens aus dem Primark. Also die meisten Sachen, die ich euch zeige, sind vom Primark. Es sind nur zwei, drei Teile, die nicht aus dem Primark sind. Aber wenn man in Leipzig ist, muss man ins Primark, weil wir haben hier sowas nicht. Und ich weiß, ja, Primark, Billigklamottenherstellung und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen drüber. Aber so oft gehe ich da nicht hin und deswegen lasst uns da nicht drüber diskutieren. Ende. Ich habe da Sachen gekauft. Fertig, aus. Ende. So. Das Blüschen, was ich anhabe, ist im Übrigen auch aus dem Primark. So halt, so, ne? So. Dann habe ich mir noch hier dieses Blüschen gekauft, so ohne Ärmel ist das. So, kariert. Und es ist halt ein bisschen länger. So, halt, so. Und wenn ich da eine Leggings drunter anziehe, sieht das ganz toll aus. Also ich hatte gestern das mit Leggings an, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch mir das hier zugelegt. Ich fand das einfach ganz, ganz cool. Das ist ein E.T.-T-Shirt. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und ich finde den Film E.T. ganz, ganz toll. Und ich bin ja jetzt kein so mega Fan der Harry Potter Bücher, aber ich mag ja auch die Filme. Und ich mag vor allen Dingen das Merchandise von Harry Potter. Deswegen habe ich mir noch eine Hogwarts-Nachthose gekauft, eine kurze. So hier so für jetzt für den Sommer, ne? Die habe ich noch gekauft. Und dann habe ich mir noch eine lange Schlafhose gekauft von Harry Potter. Da, so. So eine ganz einfache halt auch, ne? Also ich finde das Harry Potter Merchandise wirklich mega cool. Die haben da richtig coole Sachen. Dann habe ich mir noch ein ganz einfaches graues T-Shirt im Primark gekauft. Ich bin momentan auf so einem Grautrip. So ganz einfaches graues T-Shirt. Da gibt es nichts weiter zu sagen. Dann habe ich mir noch ein Hogwarts T-Shirt gekauft. Und zwar dieses hier mit dem Hogwarts Logo. Und ja, das ist auch so ein bisschen länger und ein bisschen größer. Habe ich es extra genommen, dass es ein bisschen lockerer sitzt. Und dann habe ich mir noch ein Blüschen gekauft. Und zwar so ein rot kariertes. So, da so. Das saß auch ganz, ganz süß. Das hat mir auch sehr gut gefallen. So. Dann habe ich mir noch eine Decke gekauft. Für was ich die Decke verwenden werde, weiß ich noch nicht. Aber es ist auch eine Harry Potter Decke mit dem Hogwarts und Gryffindor Logo. Und diese Decke hat 8 Euro gekostet und sie ist kuschelig weich. Es ist Polyester. Das heißt, dass sie sehr, sehr schnell statisch sich aufladen wird. Aber so als Überwurf für irgendwas wird sie schon gut sein. So, jetzt blinkt mein Akku, das heißt, ich muss mich beeilen. Dann habe ich mir bei New Yorker noch das Schätzchen hier gekauft. Also mein Freund fand sie nicht so geil, aber ich fand die Jacke mega cool. Die passt jetzt halt nicht zu der Bluse, aber ich fand die Jacke einfach cool. Es ist so eine grüne mit so einem bunten Muster und ich mochte sie. Also
Ja, ich fand die Jacke richtig cool und sie hat nur 10 Euro gekostet. Die war reduziert, also von daher musste ich die Jacke mitnehmen. Und ja, ich habe so einen Jackenfimmel. Also Strickjacken, Jacken, alles an Jacken ist meins. Also ich habe keinen Handtaschentick wie jede andere Frau, ich habe einen Jackenfimmel. Also ja, das ist die Jacke, die ich mir noch gekauft habe. Mir gesagt, für 10 Euro musste ich sie mitnehmen. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt bei New Yorker gekauft und zwar das hier. Das ist eigentlich ein Sport-T-Shirt, aber ich dachte mir, wenn ich das auf eine Leggings ziehe mit einem Longtop drunter, geht das auch. Ready to move. Das hat hier so einen Knoten. So. Und auch das fand ich richtig cool. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Kam auch nur 5 Euro. Und dann habe ich von meinem Schatzi noch den hier bekommen. Den fand er cool und der war auch reduziert. Und deswegen hat er gesagt, komm, nimm den mit, den kaufe ich dir. Und zwar, Gott, dieser Pulli von Superdry oder Superdry, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt. Den fand ich ganz toll mit diesen bunten Blumen drauf und Kapuze und hier nochmal so bunt. Ja, den habe ich noch bekommen. So, und jetzt wisst ihr, was ich gestern alles geshoppt habe. Das war's. Haargummis habe ich noch gekauft, diese runden Bibbel-Haargummis, aber das ist ja jetzt nicht weiter interessant. Also ja, das war mein kleiner, kurzer Mini-Haul mit den Sachen, die ich gekauft habe. Und jetzt gehen wir aufräumen und ich wechsle vorher noch den Akku. Bis dann. Und ich ziehe mich erstmal wieder um. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up those ceilings when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it. Moving so phenomenally. You gon' like don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Nobody leaving soon, so keep dancing. We're flying up to flying city, city. Flying up, no ceiling. Flying to my city. We're flying, turning on. Up to flying city, city. Flying up, no ceiling. Flying to my city. We're flying, turning on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Versuche jetzt mal schnell diesen Vlog noch zu beenden, bevor mir der Kamera-Akku abschmiert. Ich bin gerade aus dem Kino raus und ich war im Planet der Affen Survival und dieser Film war so unglaublich gut. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hatte eigentlich null Bock auf Kino heute und habe gedacht so, oh nee, jetzt den Film gucken, ne? Aber der war so gut. Das war der emotionalste und besteste Film, den ich seit langer, langer Zeit gesehen habe und kriegt von mir auf jeden Fall volle Punktzahl dieser Film in allem, was es geht. Und ich kann euch diesen Film wirklich nur empfehlen und ich glaube, ich mache zu Hause weiter und melde mich gleich nochmal. So ihr Lieben, jetzt bin ich zu Hause. Ich hatte euch ja gerade eben schon erzählt, dass der Film ultra gut war. Ich mochte den total. Ich fand das Ende richtig gut. Ich fand den ganzen Film einfach toll. Also falls ihr die ersten beiden Planet der Affen Filme geguckt habt, schaut euch den dritten auf jeden Fall an. Was geht hier mit meinem Haar?
Es ist vor Winde verweht, irgendwie. Mein Pony zumindest, ja. Also Filme richtig gut. Ansonsten habe ich heute nichts weiter gemacht. Ich war heute früh bei Jenny, das müsstet ihr ja schon gesehen haben. Und Jenny hat jetzt Lotti bei sich zu Hause. Also eigentlich heißt sie Lotte. Und das war mein Freund. Eigentlich heißt die kleine Lotte, aber ich sage mal Lotti. Ich finde das voll niedlich und ach, die ist so süß, die kleine Maus. Und ja, wie gesagt, jetzt war ich im Kino und ich habe heute noch ein Buch fertig gelesen. Und zwar dieses Buch hier, The Deal von L. Kennedy. Dieses Buch habe ich von Annika geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und das Buch war richtig gut. Es ist eine richtig tolle, schöne Adult-College-Liebesgeschichte und es war so eine typische Standardgeschichte, aber mit sehr, sehr viel Humor auch auf jeden Fall. Ich habe gerade zum Ende hin an der einen Stelle habe ich Tränen gelacht. Ich konnte mir das so bildlich vorstellen. Ich habe hier gesessen, ich habe lauthals losgebrüllt vor Lachen. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die auch sehr gefühlvoll erzählt wird. Ich möchte dieses Buch wirklich nur empfehlen, falls ihr es noch nicht kennt. Ich bin wahrscheinlich wieder eine der Letzten, die dieses Buch gelesen hat. Und ich möchte die Reihe auf jeden Fall dann jetzt auch weiterlesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Teile zu der Reihe gehören. Ich glaube, drei, vier sind auf jeden Fall schon erschienen. Drei, vier Teile. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte und I like und ich freue mich dann schon, die weiteren Teile zu lesen. Aber als allererstes werde ich mir jetzt nächste Woche erstmal den dritten Teil von Game On bestellen und den auch mitlesen, denn auf diese Geschichte freue ich mich schon total. Da geht es ja um die Schwester von der Protagonistin aus dem zweiten Teil und halt noch einen auf dem Football-Team. Und der vom Football-Team, der ist so. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte. Und ja, mehr gibt es jetzt von mir auch nicht mehr zu erzählen. Mein Urlaub ist rum. Meine zweite Urlaubswoche war sehr entspannt, sehr ruhig. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe viel gelesen. Ich glaube, ich habe fünf Bücher die Woche gelesen oder so. Also war richtig gut. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich beende den Vlog jetzt an dieser Stelle einfach mal. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.